Aktuell wird bei fernstudiuminfos.de über das Thema Lektorat diskutiert. Ein Benutzer hat geschrieben, dass er gerade mitten in seiner These steckt und überlegt, ob er noch Geld in ein professionelles Lektorat investieren soll und was dabei zu beachten ist. Den Link zur Diskussion stelle ich unten in die Infobox ein, denn es gibt da schon sehr interessante Antworten zu. Es haben sich verschiedene andere Benutzer gemeldet, die selbst schon eine These geschrieben haben und sich Gedanken gemacht haben zu dem Thema, die zum Teil selbst auch schon zumindest hobbymäßig Texte lektoriert haben oder Erfahrungen auch mit einem professionellen Lektorat gemacht haben. Ein ganz wichtiger Punkt, der in der Diskussion deutlich geworden ist, ist derjenige, dass der Inhalt wichtiger ist als die Form und es da schon, was Rechtschreibung etc. angeht, gravierende Mängel geben muss, die dann zu einer Abwertung führen können und außerdem auch, dass ein fachliches Lektorat sehr schnell an die Grenzen des Erlaubten kommt. Eine Empfehlung, die abgegeben worden ist, ist unter anderem die, dass es in vielen Fällen ausreichend ist, wenn man seine Kommilitonen bittet, über den Text drüber zu schauen und auch Menschen, die gar nichts fachlich damit zu tun haben, zum Beispiel aus der Familie oder dem Freundeskreis, fallen zum einen Dinge zur Rechtschreibung auf, die nicht in Ordnung sind, zum anderen fallen aber auch Formulierungen auf, die schwer verständlich sind oder vielleicht sehr kompliziert geraten sind. Ja, was ein fachliches Lektorat angeht, müsste erstmal jemand gefunden werden, der auch wirklich Experte auf dem Bereich ist, um das fachlich beurteilen zu können. Und wie schon erwähnt, kommt man dann sehr schnell in einen Bereich, wo die Grenze des Erlaubten überschritten wird, denn eine Abschlussarbeit muss ja immer eine eigenständige Arbeit sein. Hier sollte man sich also ganz genau erkundigen, welche Richtlinien es da gibt, in welchem Rahmen eine Überarbeitung möglich ist, um da nicht hinterher in das Risiko zu kommen, dass die Arbeit gar nicht anerkannt wird. Es gibt sicherlich auch Fälle, in denen ein professionelles Lektorat auch hinsichtlich der Sprache Sinn macht. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn man die Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, in einer Sprache, die nicht seine Muttersprache ist, oder aber wenn man sie schon in seiner Sprache verfasst, aber eine Rechtschreibschwäche schon bekannt ist, weil das ist irgendwo ein Punkt, wo dann hobbymäßige Korrekturleser einfach sehr schnell an ihre Grenzen kommen können, gerade wenn es dann vielleicht auch sehr viel um Satzbau und solche Geschichten gehen. Auf viele Dinge kann man auch selbst schon achten, während man die Arbeit schreibt, nachdem man sie geschrieben hat und im ersten Schritt im Rahmen einer Selbstkontrolle auch schon eine Menge tun. Ganz wichtig, auch da wurde in der Diskussion mehrfach hingewiesen, ist es, korrekte Fachbegriffe zu verwenden. Oft sind das ja Begriffe, die immer und immer wieder vorkommen in einer Arbeit und wenn man da daneben landet, kann das schon zu einer deutlichen Abwertung bis hin zu einer ganzen Notenstufe dann auch schnell führen. Da lohnt es sich dann doch nochmal in die Literatur reinzuschauen, welche Begriffe werden da verwendet, welcher Begriff in welchem Zusammenhang, um das Ganze da auch nochmal abzugleichen. Ja, eine ganz simple Sache ist es auch, im ersten Schritt dann mal die Rechtschreibkontrolle zu nutzen, die ja eigentlich jeder Texteditor, jedes Textverarbeitungssystem mittlerweile bietet. Auch da sich nicht blind auf die Vorschläge verlassen, aber das als einen Denkanstoß zu nutzen, zu überlegen, ob man da vielleicht Fehler auch immer wieder gemacht hat, um da die Qualität auch zu erhöhen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist es, dass ja fast jede Hochschule Vorgaben macht hinsichtlich des Formats der Arbeit. Welche Schriftart, Schriftgröße, Rahmen, Zeilenabstand, solche Geschichten. Das sollte man genau berücksichtigen und auch nochmal prüfen, bevor man die Arbeit abgibt. Und auch aus diesem Bereich ist natürlich ganz wichtig, dass korrekt zitiert wurde. Da hat auch jede Hochschule, teilweise sogar jeder einzelne Betreuer seine Vorstellung von, welche Zitiervariante gewählt werden soll. Und diese sollte dann auch genauso und auch einheitlich durch die ganze Arbeit hindurch verwendet werden. Was auch noch berücksichtigt werden sollte, ist ja, dass es für jede Abschlussarbeit zumindest auch einen Betreuer gibt und dass dieser ja auch dazu da ist, ein Feedback zu geben. Und ein guter Betreuer wird da zwar nicht inhaltlich Vorgaben machen, aber schon, wenn er merkt, dass zum Beispiel eine Gliederung völlig in die falsche Richtung geht oder er merkt, dass da Überlegungen einfach falsch laufen, gerade bei den ersten Gesprächen, sollte ein guter Betreuer da ja auch schon Hinweise geben, doch in die eine oder andere Richtung nochmal neu zu überlegen. Ja, soweit meine Gedanken zum Thema Lektorat im Fernstudium. Ich hoffe, das Ganze hilft euch weiter bei eurer Arbeit und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren darüber berichtet, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wie ihr euch da entschieden habt und was ihr für ein Lektorat da auch empfehlen könnt.